Morgen zusammen. Ich bin auch wegen dem Apfelsaft hier. Entschuldige, ich und dachte, ich finde, du brauchst ein frisches Glas. Total klasse. Alles gut. Alles klar. Selbst wenn, da bin ich nicht fies vor. Und ich finde das total klasse, Horst, dass ich direkt nach dir sprechen darf, weil diese geheime Rivalität zwischen Loma und Telgte, in diesem Falle ist es zu unseren Gunsten ausgegangen. Ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen. Also normalerweise, wenn ich jetzt in den letzten 3 Jahren irgendwo zur Versammlung spreche, dann sage ich, überbringe die Grüße der Stadt Telgte, wünsche der Versammlung guten Erfolg und Verlauf und so weiter. Das tue ich hier nicht, aber ich möchte gerne ein bisschen erklären, wie es denn dazu kommen konnte, dass ich jetzt seit 3 Jahren Bürgermeister der Stadt Telgte bin und die Grünen mit 33%, zweitstärkste Fraktion im Rat, werden konnten. Und mir liegt daran, nicht so zu tun, als wenn ich jetzt sagen könnte, das ist das Rezept und da müsst ihr das zusammenmischen und einmal schütteln und dann wird das funktionieren. Es hat in Telgte funktioniert und es hat eine Weile funktioniert, wird vielleicht in den nächsten Wahlen auch anders ausgehen, aber ich glaube, es gibt ein paar Faktoren, die ich einfach mal benennen möchte, die da eine große Rolle gespielt haben. Telgte ist eben schon genannt worden, 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner, 30 Fahrradminuten vom Oberzentrum Münster entfernt. Wir haben gute Voraussetzungen gehabt, als wir 84 angetreten sind, weil wir eine Truppe hatten, die zusammengesetzt war aus, ich sag mal, Alteingesessenen und dem studentischen Umfeld. Es waren ganz viele Schülerinnen und Schüler dabei. Und wir haben damals ein Wahlprogramm aus dem Stegreif sozusagen entwickelt, wo die anderen Parteien und Fraktionen gesagt haben, boah, das hätten wir euch nicht zugetraut. Und die Bevölkerung hat das damals, 84, schon mit 11% Wahlerfolg sozusagen gutiert. Dann ist das weitergegangen bis in die 90er und 2000er Jahre auf etwa 15%. Und das, was wir getan haben, ist eigentlich ganz einfach. Wir haben inhaltlich gearbeitet und wir hatten immer den Ansatz, jetzt kein Parteiprogramm auf eine Kommune runterzubrechen und den Leuten zu erklären, wie die Welt funktioniert, sondern wir haben die konkreten Probleme, Herausforderungen des Ortes, der Stadt aufgegriffen und haben sie im grünen Sinne sozusagen politikfähig gemacht. Wir haben die Verwaltung und die anderen Parteien, die anderen Fraktionen gequält mit 20, 30, 40 Anträgen manchmal pro Jahr und haben die Meinungsführerschaft in ganz vielen wichtigen Punkten für uns eigentlich erringen können. Und zwar eben nicht in dem Sinne, dass wir gesagt haben, alles, was die anderen machen, ist schlecht und alles, was wir sagen, ist das Richtige, sondern indem wir mit Menschen in der Stadt, mit Verbündeten in den Parteien, in den Verbänden, in den Vereinen zusammen Dinge erarbeitet haben und haben das inhaltlich gesetzt. Das war der erste Punkt. Das zweite, was wir immer gemacht haben, wir haben verkauft. Wir haben unsere Ware, sage ich jetzt mal, immer auch verkauft. Jeder Antrag, jede Anfrage ist natürlich mit einer Pressemitteilung auch verbunden gewesen. Wir haben 1985 eine eigene Zeitung gegründet. Telgte ist strukturkonservativ, ist tiefschwarz und so war die Presse damals auch. Die haben einfach nicht über uns berichtet. Wir konnten machen, was wir wollten. Da haben wir gesagt, jetzt wird zurückgeschrieben, wir haben eine eigene Zeitung gegründet. Und diese Zeitung gibt es seit über 25, ich glaube jetzt 28 Jahren, die kommt kontinuierlich jedes Jahr 3-mal, 4-mal raus, erreicht jeden Haushalt. Und die Leute merken, die Truppe ist nicht nur vor Wahlkämpfen an Ständen aktiv, sondern die möchten uns kontinuierlich auch informieren. Da gibt es einen Gegenstrom, es gibt Reaktionen auf das, was wir tun. Und das zeigt eigentlich unsere Verhaftung auch. Das Dritte, was hinzukommen muss, ist, glaube ich, in einer Phase passiert, die mit der letzten Wahl zusammenhängt. Wir wollten über so viele Jahre nicht nur die Stichwortgeber sein. Wir wollten nicht nur wissen, wir setzen sozusagen die richtigen Themen und wir stehen auf der richtigen Seite, sondern wir wollten das auch umsetzen, wir wollten auch gestalten. Es hat immer strukturkonservative Mehrheiten bei uns gegeben und wir haben gesagt, wir möchten an der Stelle auch Verantwortung übernehmen. Und die Tatsache, dass ich zum Bürgermeister gewählt worden bin, ist auch für mich selber ein Entscheidungsprozess gewesen. Willst du weiterhin sozusagen mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt laufen? Oder stellt man sich der Verantwortung in einem solchen Amt, auch Dinge umsetzen zu wollen? Also wirklich zu gestalten. Und ich glaube, dass diese Frage im Kopf jedes Einzelnen und jeder Einzelnen passiert. Weil Ratsarbeit zu machen, OV-Arbeit zu machen, ist das eine. Aber sich dann sozusagen auch nach vorn zu stellen und zu sagen, für eine bestimmte Zeit mit einem bestimmten Mandat übernehme ich Verantwortung, ist nochmal eine andere Herausforderung. Und dazu gehört, was für mich ganz, ganz wichtig ist, dass wir Gesicht zeigen. Es macht nicht nur Sinn, die Themen richtig aufzubereiten und akademisch zu sagen, wie es gehen könnte, sondern Politik wird gerade in unseren Dörfern und kleinen Städten mit den Gesichtern, mit den Menschen verbunden. Und nur da, wo jemand bereit ist, auch diese Verantwortung mit dem eigenen Einsatz zu verbinden, glaube ich, da erreichen wir auch die Menschen.
Das hat funktioniert, aber es hätte, glaube ich, auch nicht so gut funktioniert, wenn wir nicht als Ratsfraktion und Ortsverband auch Spaß an der Sache gehabt hätten, zusammenzuarbeiten. Es geht nicht nur darum, Papiere zu wälzen, Positionsbeschreibungen zu machen, Beschlüsse zu verabschieden und, sondern es gibt immer auch die private, persönliche Dimension in der Zusammenarbeit. Das Klima muss gut sein, trotz Konflikten, die es gibt. Und wir haben jede Menge Spaß gehabt, weil wir uns auch selber immer mal auf die Schippe genommen haben oder wie auch immer. Also dieser Spaß, dieses Herzblut, das müssen die Leute spüren. Und das hat funktioniert und deswegen 2009 konnten wir 29,2%, glaube ich, erreichen. Und der damalige Bürgermeister hatte in der Direktwahl 50,5%. Und da bin ich vom WDR angerufen worden, Sie sind doch jetzt der stärkste Ortsverband in Nordrhein-Westfalen. Und da musste ich sagen, ehrlich wie ich bin, stimmt nicht ganz, Lohmar liegt mit 29,7 noch vor. Und dann kam für uns der große Schock. Wir hatten in der Wahl, ich glaube, 4 oder 5 Direktmandate schon errungen. Wie gesagt, immer in einer total schwarzen Stadt. Und wir waren super stolz auf alles. Und dann ist diese Wahl für ungültig erklärt worden. Es hat Probleme gegeben bei der Auswertung. Wahlzettel sind geschreddert worden. Es musste nochmal gewählt werden. Da ist uns natürlich die Düse richtig gegangen, weil wir gedacht haben, das ist ein einmaliges Ergebnis gewesen. Das können wir nicht toppen. Aber wir haben unsere Linie eigentlich weiter fortgesetzt. Wir haben einen Wahlkampf gemacht, der auf Inhalte, auf Gesichter, auf Köpfe gesetzt hat. In dieser Mischung hatte es funktioniert. 33% haben wir dann geholt. Hat der WDR wieder angerufen. Da konnte ich dann sagen, Lohmar, wo liegt Lohmar? Keine Ahnung. Und unser damaliger, du magst es mir nachsehen. Und unser damaliger Bürgermeister ist dann in diesem zweiten Wahlgang mit 48,5 als einziger Kandidat gescheitert. So, und da stand ich und habe gedacht, wir haben gute Politik gemacht. Verkriechst du dich jetzt und machst weiter Ratspolitik oder gehst in die Verantwortung? Deswegen spreche ich dieses Thema so an. Ich habe das getan und die Prozente hast du eben genannt, waren knapp über 50% dann. Es war ein gutes Ergebnis, weil wir die Parteitaktiker von CDU und SPD richtig vorgeführt haben. Die haben nämlich ganz einfach gerechnet. Die haben sich zusammengetan, haben gesagt, die CDU hat bisher 38%, die SPD hatte 25%. Das schmeißen wir mal zusammen und der gemeinsame Kandidat, ein Sozialdemokrat, der von der CDU unterstützt wurde, das muss man sich mal vorstellen auf dem Lande, der ist dann mit 28% durchgefallen. Das hat schon irgendwie gut getan, das ist in Ordnung. Aber das eigentlich Schöne daran war gar nicht dieses Ergebnis jetzt unter parteipolitischen Gesichtspunkten, sondern die Leute in Telgte hatten das Gefühl, wir haben den Parteitaktikern ein Schnippchen geschlagen. Wir haben selbst entschieden, wir haben gewonnen. Also nicht der Pieper hat gewonnen, sondern wir haben gewonnen. Und dieses Wir-Gefühl, das hält so ein Stück weit an. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich finde das ganz wunderbar. Und das Pendel wird bei der nächsten Wahl auch zurückgehen. Das kann durchaus sein, dass wir nicht auf diesem Niveau bleiben. Aber ich glaube, diese Grundlagen der gemeinsamen Arbeit, fachliche Herangehensweise, Verantwortung übernehmen, Gesicht zeigen und Spaß an der Sache haben, das kann nicht ganz falsch sein. Und wenn das Pendel dann zurückgeht und der WDR wieder anruft und die Fragen, Telgte, wo liegt Telgte? Ihr wisst das jetzt, Münster liegt ganz in der Nähe von Telgte. Dankeschön.